So, herzlich willkommen, Freunde. Letzte Folge ist einfach mal der Server abgeschmiert. Morgen 19 Uhr ist die Beerdigung. Was für eine Beerdigung? Geht aus, da er denkt, dass Karosch ihn gemeint hat. Ich warte draußen, Karosch. Karosch. So, na gut, dann warten wir halt eben draußen, wenn wir draußen warten sollen. Dann machen wir das. Söldner. Söldner. Einer hat einen Bogen an und einer hat hier noch so eine Axt, oder was? Ja. So, wollen wir nämlich mal gucken, ob das vielleicht was gebracht hat, die ganze Aktion da draußen, dass wir vielleicht einfach mal instant Anwärter werden. Das wäre natürlich richtig cool, weil Karim sagt, ja, Karim sollte mir so einen Knochen bringen. Hat's nicht gemacht, ist ausgetreten. Du hast mir so einen Knochen und so einen Handschuh gebracht. Dann mache ich dich einfach mal zum Anwärter. Das wäre natürlich richtig cool. Ich stelle mich jetzt auch extra mal etwas abseits von dem ganzen Geschehen hier. Ich muss das ja nicht alles mitkriegen. Obwohl, ich scheine es anscheinend doch mitzukriegen. Na gut, ja gut, was soll's. Dann lassen wir eben mal unseren Blick durch die Wohnhöhle schweifen. So, hier hinten geht's zu den Magiern. Da kommen wir natürlich nicht hin. Hm? Ah, hier läuft der nächste rein. Noch ein Anwärter, oder? Oh, Marco müsste noch fehlen. So, wir sind wie gesagt raus. Karosch hat uns ja rausgeschickt. Warum auch immer, weil den Aushang, den hätte ich so oder so lesen können. Also wenn das wirklich nun so ist und der Aushang gemeint war, dass man sich ab jetzt beweisen kann. Ja gut, ich meine, ich lese das jetzt mit. Im RP würde ich das hören, aber ich meine, was soll ich das im RP verwenden? Weil, das bringt mir nichts. Ich will, wie gesagt, Anwärter werden. Warum sollte ich dann gegen die anderen Söldner arbeiten? Das wäre ja Quatsch. Da geht Koras raus. Huch. Dann habe ich den völlig falsch verstanden. Ich dachte, es war so gemeint, bring mir die Knochen oder ihr fliegt raus. Natürlich kann man sich beweisen, aber die meisten Anwärter dümpeln rum und kümmern sich nicht darum, die Söldner zu überzeugen. Romarco arbeitet als einziger daran. Ja, und Helmon, verdammt! Helmon macht alles hier im Lager für die Söldner. Er ist Wirt in der Taverne, er ist im Bautrupp mit dabei und hilft das Lager zu reparieren, passt auf, dass nichts kaputt geht. Er hilft jedem Söldner, der Hilfe braucht, ist immer mit dabei, ist überall zu finden. Und hat jetzt sogar so einen scheiß Handschuh und diesen Knochen mitgebracht, den die Anwärter holen sollten. Und das wird natürlich nicht berücksichtigt. Wie viele Stimmen hast du gesammelt? Tana arbeitet seit Wochen und Monaten daran, irgendwelche Stimmen zu sammeln für die Söldner an sich. Seit du mich im Alten darauf hingewiesen hast, arbeite ich nun wieder. Anscheinend denken die ganzen Anwärter, bis auf Romarco, so wie es aussieht, und der macht wirklich viel. Der macht wirklich viel, der kümmert sich darum, dass die Mine läuft, wenn Zank nicht da ist. Der macht jetzt auch die Hosenvergabe und. Also der kümmert sich wirklich daran. Der hätte es auch verdient, unbedingt. Der ist auch wirklich tüchtig und fleißig. Ja, aber Helmon ist ja auch tüchtig und fleißig. Hm? Weiß nicht, ich habe zuletzt gefragt, da waren wir gerade mal 2 Wochen aus dem alten Lager raus. Wegen der Eugen und Ragnar-Sache.
Vor allen Dingen, Tane will Vollsöldner werden und weiß nicht, wie viele Söldner, Vollsöldnerstimmen er jetzt schon hat als Anwärter. Das muss er doch wissen. Man weiß doch, wie viele Stimmen man hat. Wenn man eine Aufgabe für irgendeinen Söldner erfüllt und die gut macht und der Söldner sagt, alles klar, auf meine Stimme kannst du zählen, dann kann man den aufschreiben und dann weiß man, alles klar, beziehungsweise der Charakter merkt sich dann den Namen von dem Söldner, alles klar, die und die Stimme habe ich schon. Ja, aber Tane scheint sich das nicht zu merken, so wie es aussieht. Hm? Oh. Ich sehe gerade, mein Akku von meinem Handy ist alle, weil ihr wisst ja, auf meinem Handy ist die Uhr. Hm? Jetzt blinkt mein Handy wieder so komisch. Dann besorg dir die Stimmen, wenn du nur rumgedümpelt wird und die Pflichten erledigt werden, zeigt mir das zwar, dass ihr arbeiten könnt, aber nicht den verdammten Willen euch in euch sehen. Oh, was ist denn jetzt hier mit der Uhr, Mann? So, dann besorgt dir die Stimmen. Wenn nur rumgedümpelt wird und die Pflichten erledigt werden, zeigt mir das zwar, dass ihr arbeiten könnt, aber ich will den verdammten Willen in euch sehen, den Söldnern anzugehören und dafür weit mehr zu machen. Genau, Mann. Ganz genau. Genau so ist es. Twist leise zu Taran, ich dümpel nicht rum, hehe. Damit du Bescheid weißt. Geil, Mann. Aber ey, das haben wir jetzt natürlich im RP nicht gehört. Wir können auch im RP zwar schon ein bisschen verstehen, was da drinnen los ist, aber im Endeffekt richtig hören, was da jeder wer sagt, wissen wir auch nicht. Weil es halt ganz schön hier in der Wohnhöhle und also wird gemacht. Ich ziehe mich dann um. Hauptsache, du gehst deinen Aufgaben nach. Solange reicht mir das, was du machst. Für alles Weitere musst du dann was leisten. Ja, und ich habe das Karosch extra ganz klar und deutlich so gesagt. Die Bande hat dabei geholfen, was die Söldner nicht geschafft haben. Nämlich jemanden zu helfen, um was für das Lager beziehungsweise für die Söldner zu tun. Vollende diese Prüfung. Ich mir egal, ob ich schon einen Knochen jetzt habe. Hat schon viel zu lange gedauert. Ich könnte den Zettel wieder gebrauchen. Der hing bei Willi und die anderen Söldner sollen auch darüber Bescheid wissen. Vor allen Dingen, als ob ich nicht zu Willi könnte und den Zettel lesen könnte als Berechtigter. Weil ich darf mich hier aufhalten. Ich darf mich hier drüben aufhalten. Da ganz da drüben seht ihr ja hinter dem blauen Schein, das sind die Hütten der Banden. Da darf ich nicht hin. Ich habe nur Zugang hier zu dem Bereich. Da ich ja Festangestellter des Bautrupps bin, habe ich nun mal nur Zugang hier drüben. Und da halte ich mich auch auf. Ich gehe eigentlich gar nicht darüber. Dann rechnet das Helmon mal hoch an. Verhalten und recht leise, aber hörbar. Ja, das ist nett. Das ist aber wirklich so. Twist setzt sich hier richtig ein gerade für Helmon. Weil natürlich geht es darum, diesen Knochen überhaupt zu besorgen. Das soll, da Karim es wohl nur nicht mehr macht und sonst kein anderer, werde ich es sowieso übernehmen. Na klar. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht genau, ob es darum geht, diesen Schattenlord zu besiegen. Natürlich geht es darum, den Schattenlord zu besiegen, um ihn diesen Knochen zu bringen. Aber man muss halt auch dazu sagen, das schafft man nun mal nicht alleine. Wir haben es ja gesehen. Karos rollt mit den Augen. Worüber rollt jetzt Karos mit den Augen? Über die Aussage von Twist? Oder über die Aussage von Tane? Ich glaube mehr, dass es darum geht, zu organisieren, weil man weiß genau, also jeder normale Mensch weiß genau, dass man dieses Vieh, diesen Skelettlord nicht alleine legen kann. Also jeder, der es alleine versucht, ist auf jeden Fall
nicht geeignet, um Söldner zu werden, weil er nicht vorausschauend denkt. Man weiß, dass man diesen Schattenlord nicht alleine besiegen kann. Insofern muss man sich gute Krieger auswählen und die überzeugen, mitzukommen. Und die muss man dann natürlich auch anführen und leiten. Und ich glaube, darum geht es mehr, dass man die Leute leitet. Karosch und Romarco, ist zwar schön und gut, dass du deine Meinung hast, aber erwähne. Ihr lieben Teamler. Aber erwähne niemals wieder vor mir, dass dir die Vollplatte egal ist. Oh Mann. Theoretischerweise, wenn Helmon das jetzt wirklich alles richtig verstanden hätte, hätte er nur mit dem Kopf geschüttelt. Weil Helmon kann sich das einfach nicht vorstellen, dass nur weil man dann auf einmal mal Anwärter ist, man nur rumdümpelt, nichts macht. Und gerade das sollte doch Ansporn sein, wenn man Anwärter ist auf die Gilde, sollte das doch eigentlich Ansporn sein zu sagen, hey Mann, ich habe die Chance, ein richtiges Mitglied in der Gilde zu werden und ich nutze die Chance einfach jetzt. Und mach halt einfach was draus und mach. Nimm mir eigene Aufgaben zur Hand, wie Romarco dann halt eben auch immer mal den Minentransport, den Erztransport sichert, so. Ich meine, um ehrlich zu sein, ich wüsste jetzt theoretischerweise nicht, was ich machen sollte. Außer, dass ich zum Beispiel für die Minentaverne sammeln gehe. Oder mit Taran rausjagen. Dies aber bitte nur dann, wenn jemand zum Beispiel von einem Lager zum anderen laufen muss, um das RP fortzusetzen. Ich wüsste jetzt theoretischerweise nicht, was ich gleich auf Anhieb machen soll, um mich zu beweisen bei den Söldnern. Ich meine, den Sammlertrupp anführen. Ja, freilich, natürlich. Das mache ich aber auch ohne, dass ich Anwärter der Söldner bin. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte vielleicht irgendwelche Waren beschaffen fürs Lager. Als quasi in Anführungsstrichen Außenwelt-Handelsbediensteter, der Magier oder so. Ich meine, das würde ich natürlich auch machen. Natürlich im gleichen Zuge für die Taverne dann, also mit der Taverne, weil ich ja eh Wirt bin. Ne? Aber ich meine, das muss man dann sehen, wenn es soweit ist. Wenn man dann Anwärter ist, dann muss man das halt eben sehen. Was ist denn jetzt noch? Ach ja, Götterhammer. Weil wir stehen ja hier immer noch und warten darauf, dass Karosch Tja, Twist. Ach ja, da draußen wartet noch einer. Ein Götterhammer und eine Folterachse fürs Bandenlager. Okay, das sind irgendwelche Waffen. Folterachse ist die Waffe, die Romarco da hinten trägt. Wenn ihr das seht, das ist die gleiche Folterachse, wie sie auch in Gothic 2 verwendet wird, logischerweise. Oh, ich sehe gerade hier, der Söldner hier, der hat den gleichen Bogen wie ich. Können wir das hier sehen gerade? Ja. Nee, der hat einen etwas besseren Bogen. Meiner ist nicht ganz so hell. Folterachse ist nicht fertig. Hol Hildegard mal wieder rein. Na, Hildegard, damit meint er mich. Heinemann rein. Helmoin, nicht Hildegard. Wer ist er? Apala. Was willst du, Humberta?
Danach zeige ich Einsatz. Ich helfe, wo ich nur kann. Als ich hörte, dass Karim die Aufgabe nicht vollenden möchte, habe ich das Heft in die Hand genommen. Bei dir zu beweisen. Organisationstalent und Einfallsreichtum. Schwere Hose geht in Ordnung. Ich will doch keine schwere Hose, Mann! Und irgendeiner Ecke herum. Tue nichts. Sondern erledige Arbeiten, wenn ich sie sehe. Am besten sofort. Palan, noch so ein Sklave, der sich rumschubsen lässt. Wann bist du fertig? Habe nicht zugehört, also kannst du eine Hose bekommen, das war's. Oh Mann. Die Hose hätte ich auch so gekriegt. Naja gut. Solange ich sie nicht bezahlen muss, ist mir das egal. Alter, was hat denn der für eine Waffe? Gangstandard. Hey Twist, ich habe eine Geschäftsidee für die Taverne. Da unten ist auch einiges los. Karisch, lasst mich mal vorbei. Da geht schon wieder heiß her hier raus. Tane, Willi. Hätte sie aber einem Anwärter darüber informiert, wüsste auch keiner.
Würde auch keiner mehr kommen und nachfragen. Ja, wer weiß, worum es jetzt hier geht. Keine Ahnung. Ja gut, aber wenn ich dadurch jetzt eine schwere Hose als Belohnung bekomme, dann hat sich's trotzdem gelohnt. Dann spare ich erstens das Erz. Holt ein Bündel hervor, das noch im Fass. Und dann noch ein Fass, um einen Hammer hervorzuziehen. Greift erst in eine Kiste und holt ein Bündel hervor. Dann noch in ein Fass, um einen Hammer hervorzuziehen. Ach, in dem Fass war also der Götterhammer oder was? Aha. Kriegst einen Heiltrank dafür. Jetzt krieg ich Tatsache die schwere Hose, Mann. Ich krieg Tatsache jetzt eine schwere Hose, ey. Ich hab alles erklärt im Groben. Drückt Helmer das Bündel in die Halt da. Slash me nimmt das Bündel an sich. Danke dir. Hat er wahrscheinlich vergessen zu traden, oder was? Karos reicht Taran dann den Hammer. 4800 Erz. Oha. Ich habe jetzt Tatsache die Schürferhose erhalten, Freunde. Tatsache die Schürferhose gekriegt. Taran klemmt sich den Hammer unter den Arm, vor allen Dingen. Er klemmt sich den Hammer unter den Arm. Ich weiß nicht, ob Alexus jetzt mit mir spricht oder mit einem anderen. So, wir hatten ja wie gesagt noch bei Alexus ein Wolfsmesser gekauft schon. Wir haben es schon bezahlt. Und ich nehme an, das wird er uns jetzt geben wollen. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ach, da ist er ja. Das letzte Mal stand er nämlich hier. Unser Messer wieder. Bezahlt haben wir es schon. Naja, wir haben nämlich von Alexus Oha. Er hat dich beim Namen genommen, sei froh. Das Interesse an der Wolfsverrüstung? LOL.
So, jetzt will ich aber hier nochmal gucken, ob... ob hier was am Ausgang steht. Also was den Bautrupp betrifft. Slash me sieht an den Bauaushang. Ja, ich glaube, Tana hat jetzt gesehen, dass die Bande was drauf hat. So, jetzt haben wir natürlich hier auch ein bisschen, wir sehen hier 15 vor Waffen und 10 vor Geschossen, was Tiere angeht. Ne, was PvP, glaube ich, angeht, oder? Ne, oder ist das hier PvP? Ne, das hier ist, was hier steht, Rüstungsschutz 15 vor Waffen und Dings gegen Tiere. Und das ist, was hier steht, 30 vor Waffen und 10 vor Pfeilen gegen Menschen. Also wir haben jetzt 5 mehr Schutz, ich meine, das ist jetzt nicht die Welt. Aber es ist immerhin etwas. Ich habe nun eine Erlaubnis für die Mine. Du kannst ja demnächst zum in die Mine kommen zum Trinken und quatschen, was? Freut mich. Freut. So, ich brauche jetzt aber erstmal neue Pfeile, Mann. Schaut Kalim fragend an. Habt ihr noch Pfeile? Wollen wir noch mal gucken, ob Kalim noch Pfeile hat? Kalim nickt. Ja, dann warten wir eben hier. Ich könnte eigentlich mal eben fix eine Reispfanne braten. Bisschen weit weg hier. Jetzt haben wir was. Dann braten wir eben mal schnell eine Reispfanne. Gib mir die Liste. Was für eine Liste? Die müsste bei Cora sein. Ach, bestimmt eine Preisliste oder so. Preisliste für einen Waffenladen nehme ich an. Gut, Freunde. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns nächste Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao, tschüss. Euer Helmhardt.